Bitte schön. Ja. Es wird gefragt, nach welchen Kriterien soll man den Ehemann aussuchen, um Erfolg zu haben? Nach welchen Kriterien soll man den Ehemann aussuchen, um Erfolg zu haben? Auf keinen Fall soll er so sein wie ich. Dann wirst du Erfolg haben, inshallah. Natürlich, es gibt Eigenschaften, die sollte ein Mann besitzen, wenn man ihn heiratet. Was denkt ihr, welche Eigenschaften gehören dazu? Na? Gottesfürchtig. Gottesfürchtig, ja. Einen guten Charakter haben. Richtig. Er sollte einen guten Charakter haben und Religion besitzen. Um das zusammenzufassen. Und das ist ein Hadith vom Propheten sallallahu alaihi wasallam. Wenn jemand zu euch kommt, bedeutet zu den Eltern der Frau, mit einem guten Charakter und Religion, so sollt ihr ihn nicht abweisen, ansonsten wird es was geben? Unheil auf der Erde. Warum hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam das auseinander dividiert? Das heißt, guter Charakter und Religion. Ich meine, guter Charakter gehört doch eigentlich zur Religion. Ja, weil es gibt Leute, die haben zwar Religion, aber keinen guten Charakter. Einer betet zwar seine Gebete, vielleicht betet er in der Nacht, aber er schlägt seine Frau. Oder er gibt ihr gar nichts. Er ist ein Geizhals. Deswegen hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam diese beiden Dinge. Und ein guter Mann, wenn er diese Frau nicht liebt, was wird er dieser Frau nicht antun? Kein Unrecht. Aber wenn er sie liebt, was wird er machen für diese Frau? Hm? Ihr eine zweite Schwester besorgen. Sie liebt. Na.